Willkommen zurück zu Until Dawn. Wir sind jetzt hier mit Ashley unterwegs und mit ihr wollen wir in die Bibliothek gehen, um nachzusehen, was ist denn vorgefallen bei Beth und Hannah. Da soll es ja angeblich laut dem Hexenbrett, das wir da hatten, da ewig Hinweise geben. Aber ob das auch so klappt, ist so eine andere Geschichte. Ashley, würdest du bitte keine Angst haben, die Treppen runterzugehen? Das wäre echt super. Das wäre... Okay, so, jetzt ist alles gut. Jetzt hat sie ihre Angst überwunden, jetzt kann sie nach unten. So, was haben wir denn da? Da ist eine Tür, die kann ich benutzen. Will ich die benutzen? Das ist so eine andere Frage. Ich weiß gar nicht, wo es zur Bibliothek geht. Da hinten anscheinend, wenn er da schon vorgeht, dann gehe ich doch erstmal woanders lang. Okay, da kann ich nicht durch. Dann nicht. Dann muss ich dir wohl oder übel folgen. Nee, hier ist was... Da ist was. Was ist denn da? Wow. Hast du das gesehen? Licht, ja. Von unten. Aber der Strom ist gar nicht an. Schräg. Nee, Licht. Aber ist okay. Ist halt nur seltsam. Aber nur gut. Wir gehen weiter. Durch dieses dunkle Herrenhaus hier. Wow. Schon. Da! Was? Da war etwas hinter den Büchern. Was ist das? Ist das ein Knopf? Wozu sollte da ein Knopf sein? Sehr gute Frage. Soll ich draufdrücken? Dazu sind Knöpfe da, schätze ich. Aber nicht, wenn es ein großer roter Knopf ist. Aber gut, drücken wir auf den Knopf. Wow, Band geht auf, Kopf explodiert. Sind wir hier in einem Film oder sowas? Falls ja, hoffe ich auf eine Komödie. Typisch für die Washington, sogar mit Geheimgängen im Haus. Vielleicht wussten sie nichts davon, das Haus ist super alt. Und sollen wir reingehen? Ja, geh vor. Nee, du gehst. Vielen Dank. So, und nun sind wir in der Rolle von Chris. Und wir schauen uns hier genauer um, wie wir werden... Ernsthaft, warum muss da jetzt eine Spinne sein? Oh, Leute. Ein Bild von Beth und Hannah. Hinweis entdeckt. Porträtfoto. Was ist das? Ich werde sie holen und wie Schweine ausbluten lassen und ihnen die weiche, weiße Haut abziehen. 16 beschissene Jahre. 16 Jahre habe ich auf die beiden süßen Hannah und Beth gewartet. Aha. Aha. Und mit Blut geschrieben. Heilige Scheiße. Schau dir das an. Hey Ash, ich will nicht, dass du durchdrehst, aber sieh mal hier. Was? Chris, was ist das? Ich glaube, der Beweis, den uns das Hexenbrett zeigen wollte. Der Hinweis? Ja, es ist ein Brief. Lass mich sehen. Es ist eine Drohung. Chris, das ist kein Spaß. Wir müssen zu Josh. Jetzt gleich. Okay. Es nimmt ja gerade echt unangenehme Züge an hier. Oh Gott, da geht einfach so eine Tür auf. Die war auch eben noch abgeschlossen. Ich habe keine Ahnung. Da soll ich die Tür öffnen? Haben wir Bilder von alten Indianern? Neue Indianer gibt's ja auch nicht. Ach, das war wirklich jemand hinter Hannah und Beth her? Könnte sein. Dann wäre das wirklich beschissen. 8. November 2013. Ein Tag nach meinem Geburtstag. Dr. C.J. Swaffham, Abteilung für Ethnizität. 183. Haskett Hall in Gedöns, Amsterdam Road, Vancouver. Sehr geehrte Dr. Swaffham, vielen Dank für Ihre Antwort. Es ist gut zu wissen, dass der Stamm sich dem Land hier noch immer verbunden fühlt, obwohl wir ein paar bedauerliche Probleme haben. Zum Beispiel Graffiti und Personen, die in den Außengebäuden unerlaubt übernachten. Dies ist schließlich die Heimat Ihrer Vorfahren. Ich habe mit den Nachkommen des Stammes Kontakt aufgenommen und beabsichtige, ihren Ältestenrat eine Spende zukommen zu lassen. Die Wunden der Vergangenheit zu heilen wird nicht einfach sein, aber ich glaube, dass es ein notwendiger Schritt ist. Mit freundlichen Grüßen, Melinda Washington.
Auf der Rückseite habe wieder diesen Irren gesehen. Donnerstag 21.17 Uhr hing beim Generatorschuppen rum. Ich werde ab jetzt Buch führen. Aha. Warum steht das denn auch nochmal auf der Vorderseite? Ja, sie bemüht sich sehr, etwas in Ordnung zu bringen mit irgendeinem Ureinwohnerstamm. Ja, das schlechte Karma reicht sehr, sehr weit. Oh ja. So, machen wir hier die Tür auf. Mit meinen Kerzenleuchter bewaffnet hier. Wo bin ich hier? Was will ich hier? Gehen wir hier weiter. Also, ich habe über was nachgedacht, was Sam und ich gesehen haben. Was? Da war so ein Steckbrief. Wie in den alten Westernfilmen, weißt du? Und? Und Sam war überzeugt, dass hier irgendjemand gefolgt ist. Also, willst du sagen, hier ist ein Verbrecher auf dem Berg bei uns? Da war eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter und sie war von diesem Sergeant und er sagte, so ein Kerl wäre aus dem Gefängnis gekommen und er könne nichts machen. Was meinst du? Es hat geklungen wie eine Warnung. Ich meine, vielleicht war er das ja vorhin unten im Keller. Was? In der Bibliothek unter den Holzdielen? Das Licht? Na, da war der Kerl, von dem ich erzählt habe. Warte. Welcher Kerl? Der die Washingtons bedroht hat. Er hat gesagt, er will Rache üben, indem er das ganze Haus abfackelt. Und da war der irre Psychobrief. Chris, wenn das deine Art ist, mich aufzumuntern, bist du gefeuert. Hörst du das? Das war Josh! Das kam aus der Küche. Josh! Josh! Wir kommen! Halt durch! Ash, lebt! Ash, was ist los? Lass mich rein! Ashley! Alles klar? Oh Gott, Tür aufbrechen! Komm schon! Du musst sie retten! Ash! Ash! Hey! And we're doomed. Natürlich nimmt er nur die Frau mit. Er wird auch immer skurriler. Guten Tag. Ich zeige dir jetzt ein paar Bilder von Menschen, die du ganz gut kennst. Ach so. Und magst. Aber möglicherweise magst du sie nicht so gern, wie du vorgibst. So, das ist eine Übung in Ehrlichkeit. Sag mir, welche Person du jeweils am meisten magst. Lass dir Zeit. Die Antworten sind von Bedeutung. Aha. Fragt sich nur, inwieweit. Ich mag Sam am liebsten, ich mag Josh am liebsten. Nee, dann eher Sam. So, Hammer umblättern. Dann haben wir hier. Ach Gott. Nee, die mag ich beide nicht. Aber sie hat einen T-Bonus. So. Dann haben wir hier ganz klar Ashley. Weil der linke Typ sieht ein bisschen aus wie einer meiner Vorgesetzten, die ich nicht leiden kann. Oh Gott. Das sind beides Arschlöcher. Also sie ist weniger Arschloch. dieses komische Grinsen von den Psychiater ist immer herrlich. So.
Aber Josh mag ich eher als Matt. Und Chris definitiv mehr als Mike. Jetzt sag mir, bei diesem Spiel, das du so beflissen verfolgst, wen kannst du da am wenigsten leiden? Oh, das kann ich, das kann ich. Hier, ihn. Eine verständliche Wahl. Er ist ein ziemlicher Arsch. Sage ich doch die ganze Zeit. Behalte ihn im Auge. Lass dir seine Angeberei nicht in die Quere kommen. Warten wir ab, wie es weitergeht mit Mike. Ah, ich sehe gerade, unsere Zeit ist auch schon um. Oh. Wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe doch nicht. Wird doch verstörend seine Sadomaso-Puppe mit der Clownsmaske da. Generell ist er nicht ganz koscher. Was bisher geschah, ja, genau. Bei Antidon. Festhalten! Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Offenbar warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts in Blackwood Pines und behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. S. I. S. T. Schwester? Frag, wessen Schwester? Josh, das ist bestimmt... Welche Schwester ist es denn? Ah! Lauf! Ah! Oh mein Gott! Ash! Hey! Ob die das überhaupt überlebt hat? Hat das so ein kleines Ding ins da durchgezogen zu werden? Okay, viertes Kapitel, Bosheit. Oh fuck, so ein Fuck! Jessica! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jess! Weg folgen, Abkürzung riskieren. Wir gehen die Abkürzung. Das kann ja nur gut gehen. Ah, oh Gott. So schnell der Quicktime Events. Das kann nicht gut gehen. Lauf, kleiner Bursche, lauf. Oder springen. In dem Fall. Scheiße, fuck. Okay. Ich sehe aber auch nichts. Ah. Jess! Nein! Runterspringen, herumgehen. Runterspringen. Ach du Scheiße! Fuck. Hätte beinahe das Quicktime Event gar nicht gesehen. Lauf! Lauf schneller! Das war knapp. Ziehen, springen. Springen. Gebe ich mir so viel Mühe, ihn zu töten? Oh Gott. Nicht lange denken, einfach machen. Weg folgen, runterrutschen. Runterrutschen. Wird schon. Nein! Ah! Wow! Einmal die falsche Taste gedrückt. Aber er hat's überlebt, das ist das Schlimme.
nehmen wir mal die Lampe wieder mit. Ja, lauf ganz langsam. Ist okay. Jessica, ich komme. Wo ist sie? Wo ist sie?